Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dozo mit Let's Play angezockt Skyrim oder mehr. Wir sind hier im Ölsturz Hügelgrab und müssen jetzt das Geheimnis dieses Grabes entdecken. Und ihr seht da diesen Button oder diesen Stein am Boden. Und wir können uns da vorbeischleichen, weil das ist eine Falle und die spießt uns ziemlich gewaltig auf. Aber ich schleiche mich da vorbei und unser Elf, der nette, ja, der läuft da immer drüber, deswegen werden wir einfach so weitermachen. Und ja, diese untoten Dinger, wir hatten uns entdeckt schon wieder. Da unten ist was. Was ist denn da jetzt? Oder schlafen die Jungs da oben? Oh. Wir entdeckten uns da die ganze Zeit. Stehe auf eurer Seite. Ja, sorry. Alter Kämpfer. Der ruhelose Daumen, ja. Die sind aber echt hart im Nehmen. Und ich glaube, der hat uns fast entdeckt, ja. Also ich bin ja da, ich wäre da fast aufgeschmissen ohne unseren lieben Elfen da. Und sorry, ja, aber du bist ja feuerfest, ja. Was war denn jetzt los? Wir müssen da aufpassen, nämlich, ja, da gibt es ein paar Jungs, die echt gern aufstehen. Und da vorne sind schon einige. Können wir da mal einen anderen Zauber verwenden? Hm? Ja, Zombie wecken wir nicht so gut. Raserei, ja, das wäre auch nicht so gut. Egal, wir schleichen uns da einfach an. Und... Oh oh. Oh doch, du. Na komm her. Der ist ja extrem cool drauf. Ich stehe so auf unseren Fee. Unseren Elfen, ja. Okay, nehmen wir doch auch gleich alles und wir heilen uns kurz einmal schnell. So, Feendal, willst du mir was sagen? Nö. Ich glaube, wir machen das dann so. Ich werde da einen Raum betreten, dann werde ich einfach... ja... den Quest machen und dann einfach hernach durchsuchen und dann kurz schneiden, weil die Sucherei ist, glaube ich, nicht so unbedingt ja gut für die Videos. Davon liegt auch noch was, ja. Aber ihr wisst das ja, wir werden das ändern, ja. Gut, da noch ein, ja. Und da hat sich auch noch einer versteckt. Und wir haben da alles. Gut so. Müssen wir da rein oder darauf? Da oben ist eine Truhe. Komm her. Und... Oh, natürlich. Das war ja wieder mal klar. Na, lassen nicht abreißen jetzt wieder. Okay. Eisenfall, Gold, Zaubertrank der geringen Magie, Eiserpanz, ja, okay, das war es ja auch nicht unbedingt wert, aber so, da gibt es auch noch, aha, wie schaut denn das da jetzt aus? Können wir uns da reinstellen?
Ja, Leute, ich speichere da kurz einmal. Kleinen Moment. Und wir probieren es kurz einmal, ja? So. Aha. Nun gut. War ja nicht so bemerkenswert. Und wir sollten da, glaube ich, wieder schleichen, gell? Weil da... wird sicher noch sehr unangenehm. Das bin ich eher... Das, ich glaube, der Boss kommt ja erst. Ja, da hinten oben ist einer. Und ich glaube, ich halte da mal voll drauf, ja. Wir werden da mal... ja. gleich mal draufhauen, oder? Ah, wir machen das gleich so. Okay. Oh oh. Sorry Leute, wir sind schon wieder überlastet. Ich glaube das ja nicht. Bänder, Eisenschild, Eisenhelm, den geben wir. Ja, wie viel haben wir? 13. Wir geben die Waffe mal her. Irgendwelche, ja. Ja, die ist für nichts und wieder nicht. Ja. 12, 22, das würde reichen. 13 würde auch reichen, ja klar. Eisen, zwei Hände. Eisenschwert. Verflixt, egal, wir schmeißen das einmal weg, ja. Okay. Da ist ja noch einer. Oh, nicht, dass wir da in einen Hinterhalt geraten, das wollen wir alle nicht. Okay, das... Oh, oh. Was war denn jetzt los? Habe ich mich jetzt selbst verbrannt, oder? Sind die Jungs jetzt alle aufgestanden? Ich habe da ja keine Ahnung. Wirke im Kampf Seelenfalle auf einen Feind, dann wird seine Seele in einer Pipapo. So, wir sind da jetzt wieder am Anfang, ist ja klar. Egal. So, wir hirschen da jetzt durch. Müssen wir die, wachen die Dinger alle auf? Ich weiß ja nicht. Das wäre ja doch zu einfach gewesen. Ich probiere mal. Können wir die aufwecken? Wo waren denn die Jungs jetzt alle? Kommen die da jetzt raus, oder? Ja, komm her. Und du da hinten, ne? Okay. Wir sind da. Ah, das nehmen wir nicht. Die nehmen wir und das nehmen wir. Gut, so 291. Und die Jungs wachen da auf, oder was ist denn da? Warum sind wir jetzt eingegangen? Warum hat der... Sind die alle aufgestanden? Ah nein, das war ja eine Falle, Leute. Da ist ja so ein Topf, ja, explodiert. Oh, noch einer. Okay, sorry, ja, ist alles okay. Wir nehmen das Gold, weil mehr können wir nicht tragen.
Und die Stahlpfeile und das Gold, genau. Wo kommen die Jungs her und was waren da? Das war die Öllampe, die hat da gehangen. Und das war unser Problem. Ja, genau. Okay. So viel, so weit und so gut. Jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen, da oben wäre auch noch so ein Ding gewesen. Aber ich weiß nicht, welche anderen Zauber wir da noch einsetzen können, die von Nutzen wären. Es ist nämlich der Flammenzauber noch immer der beste zurzeit, weil der am wenigsten braucht. Leute, es tut mir echt leid, ich habe da echt die Panik in diesen Katakomben. Weil nämlich diese Funken, die wir da sprühen können, mehr Energie verbrauchen als die Flammen. Ja, und das sieht aus, als ob es das große Ende wäre. Ich denke mal, ja. Ich rede aber mal da mit unserem Feental, ja, und verabschiede mich. Bis zur nächsten Kammer. Unser Tosa hat schon wieder das Muffensausen. Feental, danke und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn wir das nächste Mal sterben, nämlich da im Finish da hinten. Okay, bis bald, euer Tosa. Ciao.